Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und hier mit dem wunderschönen Husqvarna Meerobotter 305. Und heute möchte ich euch einmal sagen, warum es manchmal besser ist, dass man den 305er, den neuen nimmt, statt den 105er, den kleinsten Meerobotter. Weil von der Fläche her haben das vielleicht knapp über 100 Quadratmeter, aber der kleine Meerobotter wäre trotzdem nicht geeignet. Das hängt zusammen mit ein paar Besonderheiten. Der ist zum Beispiel sehr schmal, der Garten. Der hat da ein Hindernis, also ein paar Blumentöpfe und einen Sonnenschirm. Und da ist auch nicht viel Platz und da auf der Seite, entsprechend sieht man hier schon, enge Durchfahrten. Da hinten ist noch ein kleiner Grillplatz, wo der Grill steht. Dann hier geht es am Haus entlang, das ist auch ein schmaler Streifen. Hier muss man das Kabel dann noch unter die Platten legen, da muss man dann die Platten rausnehmen, dann kommt das Kabel hier noch unter die Platten. Wir verlegen das sauber mit der Verlegemaschine, dass das auch Hand und Fuß hat. Hier ist noch eine Besonderheit, hier ist so ein befahrbarer Weg. Das sind so Kunststoffelemente, wo der Gartenbauer eingebaut hat. Und der hat das Kabel in dem Bereich gleich unter die Kunststoffelemente gelegt. In dem Bereich am Rand haben wir dann mit der Verlegemaschine das andere Kabel, das restliche Kabel entsprechend eingezogen. Man kann das Kabel hier auch, wie gesagt, unter die Platten legen. Der kennt das Signal trotzdem. Wie gesagt, wird in dem Fall noch gemacht. Der Rest ist schon alles verlegt. Da ist auch neu angesät. Man kann den Meerobotter auch fahren lassen, wenn angesät ein Teil ist und ein Teil früh und ein Teil nicht. Man muss halt darauf achten, dass man nicht zu viel fahren lässt an dem Meerobotter. Hier kann er reinfahren. Das ist jetzt kantiger Schotter. Das ist wichtig. Kein Rundkies verwenden, weil so Rundkies, wenn er reinfährt, gibt Probleme. Also wenn ihr was macht, kiesmäßig alles auf eine Ebene und es muss kantiger Kies sein, nicht zu groß, weil wenn er mit dem Messer da reinmähen würde, wären die Messer kaputt. Also da immer drauf achten. Besonderheit hier, wie gesagt, es ist sehr langgestreckt, es ist praktisch ein großes U, heißt der Mäher muss viel rangieren. Wenn ihr jetzt einen 105er da statt dem 305er kaufen würdet, hat der Problem, weil der hat drei Räder und der radiert dann stärker. Das heißt, es würde gerade da im Schattenbereich, hier ist jetzt Schattenbereich, je nachdem, was für Seiten vom Haus das ist, wenn ihr eine Nordseite oder anderes habt, was für Haus problematisch ist und ihr nehmt den ganz einfachen Meerobotter. Für Einfallfläche, Südlage oder wenn entsprechend genug Sonne ist, kein Thema. Aber bei so einem Garten, wo es auch eine schlechtere Lage in Anführungszeichen gibt, brauche ich mindestens 305er Meerobotter oder größer. Da es von der Fläche her bloß knapp über 100 Quadratmeter Rasen sind, reicht der 305er, wie gesagt, leicht. Kann man auch über die App, wo wir in dem Fall mit einem Tablet verbunden haben, kann man da die meisten Funktionen dann auch in Bluetooth-Reichweite entsprechend steuern. Wenn man X-Modell haben möchte, gibt es natürlich auch den 405X, dann kann man es übers Internet auch von überall aus steuern. Das ist dann eine Frage, was man bevorzugt. Wichtig ist, wie gesagt, wenn man solche Elemente reinlegt, dann sollte das Kabel vorher drunter gelegt werden. Weil da kann man natürlich mit der Verlegemaschine nicht reinlegen und da das Kabel oben drauf wäre kein guter Plan. Deswegen in dem Fall hat es der Gartenbauer mit reingelegt, entsprechend mit meinen Vorgaben, was er beachten sollte. Und wir haben dann bloß mit der Verlegemaschine entsprechend das Suchkabel, sieht man hier ganz schön, noch weiter verlegt und hinten zusammengeschlossen. Und entsprechend das Außenkabel andersrum und natürlich den Baum ausgespart. Wichtig ist nämlich, dass man so eine Hindernisse auch ausspart, richtig. Also aus dem Grund solltet ihr, wenn ihr so einen Garten habt, der über mehrere Seiten geht, nicht den kleinsten nehmen, sondern dann den 305er. Dann ist das okay. Also weil viele Kunden nehmen, auch wenn sie irgendwo kaufen und sich nicht richtig beraten lassen oder selbst im Internet schauen, das falsche Modell. Also unbedingt lasst euch vom Fachmann beraten, kommt vorbei mit ein paar Fotos. Ich installiere euch den, wenn ihr das wollt, oder ich verkaufe euch den und sage euch genau, wie ihr es machen müsst, dass das richtig läuft und alles passt. Und mit der Verlegemaschine, die könnt ihr auch bei uns ausleihen, wenn ihr es selber machen möchtet, ist auch kein Problem. Dann kommt es einfach vorbei, macht einen Termin aus, leitet euch das Gerät aus. Und wenn ihr den bei mir gekauft habt, erkläre ich euch genau, was ihr beachten müsst, dass die Sache sauber funktioniert. Oder wenn ihr gar keine Arbeit mehr haben möchtet,
engagiert mich, ich mache euch ein Angebot, ein paar Fotos reichen mir und dann kann ich das entsprechend installieren. Ich wünsche einen wunderschönen sonnigen Nachmittag. Dankeschön.